Am 8. Dezember treffen wir uns wieder um 18 Uhr im Kalibknecht-Haus im Rosa-Luxemburg-Saal zu meiner Serie Gedrucktes. Diesmal ist Gisela Steineckert mein Gast. Sie wird ihr neues Buch vorstellen, Eines schönen Tages. Es sind Geschichten zu lesen über Freunde, Wegbegleiter. Man denkt, sie hat alle gekannt, die in der DDR mit Kunst und Kultur zu tun hatten. Interessante Geschichten, Gespräche mit Irmtraut Morgner, Peter Edel, aber auch interessante Geschichten über Wolf Biermann. Gisela Steineckert hat ja nicht nur Bücher geschrieben, sie hat unzählige Liedtexte geschrieben. Das macht sie übrigens auch heute noch. Viele sind für die Singebewegung, aber auch für Rockbands entstanden. Gisela Steineckert war damals eine kritische, politische Beobachterin und Einmischerin. Das ist sie auch heute noch. Ich freue mich auf unsere Veranstaltung im Dezember. Kommen Sie, melden Sie sich noch heute an.